Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Remastered Replaycast 242. Wir haben ein TVT. Terran gegen Terran. Wir haben einmal mehr den amerikanischen Terraner in Blau. Das hier ist natürlich Idra. Und der spielt in diesem Match gegen einen Europäer hier in Orange. Der Terraner, das ist Tarson. Auch jemand, der ein paar Jährchen Brood War gespielt hat, dann noch zu StarCraft 2 gewechselt ist. Er war in der WCG Polen unterwegs 2008, hat da den vierten Platz belegt. Und ja, er war nicht mega erfolgreich, er war einer der stärkeren europäischen Terraner, aber nicht an der Spitze. Und die beiden, dieses Match haben sie ausgetragen, glaube ich, in 2009. Genau, am Ende Mai 2009 ist dieses Match zustande gekommen, auf der Map Outsider hier. Und wir haben TVT-Action zwischen den beiden. Ich schätze hier Idra an sich schon als den stärkeren Spieler ein. Tarson, er war in StarCraft 2 dann noch ein paar Jährchen unterwegs und da war er insgesamt erfolgreicher als in Brood War. Also zumindest in dem, was er an Turniererfolge gesammelt hat. Zwar auch die großen Erfolge blieben bei ihm aus und er war auch nur in der Anfangszeit unterwegs. Also er ist dann 2013 komplett, hat er sich aus StarCraft zurückgezogen und seine Hauptzeit war von 2010 bis 2012 und da hat er sich ein paar kleinere Turniere geschnappt. Er war auch jemand, der war bei der Homo-J-Geschichte immer wieder in den Turnieren am Start. Also bei Homo-J-Turnieren war er immer wieder mit dabei und hat dann wieder das abgeräumt. Er hat 2010 den Homo-J-X-Mess Cup zum Beispiel zum zweiten Platz belegt. Er war da immer wieder am Start. Und ansonsten seine beste Platzierung war in der IEM. In der IEM Season 5. Also in der ersten StarCraft 2 IEM Season. Da hat er zweimal den vierten Platz belegt. Einmal in Köln und einmal im europäischen Finale. Das war... Wo hat denn das stattgefunden? In Kiew. Ah, okay. Jo. Das waren so Tarsons Erfolge. Er war eben davor Brood War Spieler, ist dann eben gewechselt. Halleluja. Ich habe das Gefühl, die Rampen waren immer schlimmer. Mit dem Kram, mit den... Keine Ahnung, die Grafiken auf die Rampen passen einfach nicht. Da kommt aber auch kein Patch irgendwie, der das fixt. Oder irgendwie müsste ich da an meinem StarCraft was umstellen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier TVT im Brood War. Und wir sehen auch schon, bei beiden kommt die Factory. Beide haben hier... Erstmal ihre eine Basis, nehmen das Gas mit dazu. Idra nervt da ein bisschen mit seinem SCV. Macht da guten Damage tatsächlich. Kriegt das Ding fast. SCV ist low, 10 Hitpoints. Wird weggezogen. Sehen hier eben, Outsider hat diesen tollen Lava-Ring. Der macht aber keinen Damage. Da kann man einfach drüber laufen, drüber fahren. Das ist den Einheiten egal. Und wir sehen hier, ja, das sind diese Minerals, wo man sich eben durchquetschen kann. Schön gemacht direkt von Idra. Kommt da sofort durch und will dann hier, wie es aussieht, eine Basis nehmen, weil da hat er dann weiteres Gas mit dabei. Außer er versucht tatsächlich weiterzukommen, um das als Scout zu verwenden. Das heißt, wenn er sich nochmal durch die Minerals durchquetscht, dann kann er in die Mainbase von Tarson reinfahren und einmal scouten. Das scheint jetzt hier auch vorzuhaben. Okay, ja, baut da erstmal ein Supply Depot. Das sind bei Tarson, sehen wir hier, da kommt Doppel-Starport bei ihm. Also er will hier tatsächlich ein Wraith-Opening machen. Bei Idra sehen wir Machine Shop am Factory und da kommt entsprechend erst der Panzer und nur ein Starport. Also das könnte Idra ein bisschen überraschen, das was Tarson hier treibt. Da sehen wir genau das, da wartet man eben, bis man die Position vom SCV richtig hat. Das muss richtig stehen, dann cancelt man das Ding, dann schiebt das SCV hier durch und somit wird Idra hier den Scout sehr wahrscheinlich kriegen. Wobei Tarson schickt da gerade noch Marine ran. Aber ich glaube, die DPS reicht da einfach nicht, um rechtzeitig das SCV loszuwerden. Wird hier fröhlich weiter und es wird die beiden Starports hier sehen. Ja, kommt da jetzt durch und da ist auch der Scout. Idra weiß Bescheid, was sein Gegner hier so treibt. Er sieht einen Doppel-Starport, da kommt eben Doppel-Wraith. Aber Idra kann sich jetzt entsprechend darauf vorbereiten. Er braucht natürlich ein bisschen Anti-Air. Ein paar Missile-Turts wären vielleicht nicht ganz verkehrt. Und das sehen wir auch schon, da kommt seine eigene Engineering bei. Das SCV versucht einfach noch ein bisschen Zeit zu kaufen, wobei es hier nicht mehr lebend rauskommen wird. Die Chance ist quasi null. Es versucht einfach hier sich nur irgendwie zu verstecken, wegzukommen, ein bisschen Zeit zu kaufen. Aber das Ding, ne? Wobei, der Marine ist nicht wirklich dran. Das heißt, man klaut nochmal kurz ein paar Minerals. Nein, schafft man auch nicht. SCV ist down. Und die Wraith sind unterwegs. Das heißt, Tarson jetzt versucht damit natürlich ein bisschen Damage zu finden. Währenddessen geht es bei Idra auf das Cloak-Upgrade und hat eben einen eigenen Wraith im Bau. Natürlich Wraith... Anti-Ground-Damage ist nach wie vor miserabel. Das heißt, auch die Marines fighten nicht so schlecht dagegen.
Da sehen wir den ersten kleinen Go von den zwei Seiten gegeneinander. Da wird der Smin schon gekitet. Und da kann eventuell die zweite Basis oder das hier, das Mistletoe, unterbrochen werden, wo das SCV gerade dran baut. Die Waves düsen da durch die Gegend, sind aber jetzt auch. Der erste ist low. Und die Marines stirbt alle weg. Aber das Mistletoe-Turret, oh, das wird knapp. Hab bisher keinen Fokusfeuer aufs SCV. Larsen ist da gerade ein bisschen abgelenkt von seinem Makro. Er kriegt trotzdem das SCV gerade so recht. Gerade so rechtzeitig. Da kommen weitere SCVs aber wieder zu und dann ist das Mistletoe da und dann müssen die Wraith hier weg. Und das reicht auch sofort, um den ersten zu killen, tatsächlich, der Damage von Mistletoe. Da ist einfach gegen Mistletoe zum Wraith wirklich nichts zu melden. Aber man sieht, beide gehen erstmal auf Air. Auch spannend. Wir haben tatsächlich mal auf beiden Seiten einfach einen Haufen an Wraith, die gebaut werden. Natürlich das Cloaking Field, das sich hier Idra mit dazu holt, kann den Fight komplett drehen, wenn sein Gegner die Detection nicht ready hat. Allerdings geht auch Tarsen hier auf sein eigenes Cloaking Field und baut auch schon an den ersten Comset Stations. Also das sollte kein Problem sein. Und beide natürlich jetzt immer noch am One-Base, wobei Idra eben hier mit seinem Missile Turret die zweite Basis anfangen kann. Der Tarsen wird immer noch fleißig gerade produziert. Okay, er hat auch eine zweite Basis unterwegs. Unterschied natürlich hier das Gasenkamm. Etwa hat ein Gasgas hier dabei. Das hat mich hier gerade den ersten Beef mit den Wraith gegeneinander. Und da kriegt hier Tarsen weiteren Kill. Und somit kann Tarsen hier weiter noch ein bisschen Map-Control behalten. Muss eben aufpassen, die Dinger sind alle geklaut. Das heißt, die Energie draint sich gerade nach und nach runter. Aber sie kriegen das SCV. Die Basis wird einmal unterbrochen. Die Panzer müssen in Richtung Missile Turret. Oh, aber da wagt man sich nah ran an die Defense. Und da geht auch prompt wieder ein Wraith down. Die halten halt einfach nicht viel aus, die Dinger. 120 Hitpoints, keine Rüstung. Aber dafür, die zweite Basis hat einen Timing-Vorteil. Aber es ist eben die Sache, dass Tarsen da kein weiteres Gas hat. Mal gucken, wie er damit umgeht. Erstmal kommt auch bei ihm noch ein eigener Siege-Tank. Wir sehen auch bei ihm jetzt eine eBay. Und wird dann auch ein paar Missile-Turrets brauchen, weil eben etwa da auch immer noch ein paar Wraith hat und auch noch konstant weiter Wraith baut. Also ist er noch nicht fertig. Der wird das hier mal hoch repariert. Und wir sehen jetzt hier auch schon Armory und Academy. Das heißt jetzt Composite Stations auch bei Idra unterwegs. Mit der Armory kannst du dann Upgrades geben. Die Academy bei Tarsen war da wesentlich schneller am Start. Somit hat er eben seine Composite Station. Und er baut immer noch fleißig einige Wraith. Wobei jetzt kommt ein Dropship mit dazu. Zusammen mit den Missile Turrets und die Basis. Okay, sie macht den Move, sie fliegt rüber. Weil auf der anderen Seite ist das Gas. Das heißt, man nutzt das einfach so. Natürlich schön, wenn ein Hauptgebäude fliegen kann. Also natürlich, die Basis ist ein bisschen isoliert. Also wenn da etwa den Weg reinfindet mit ein paar Wraith, könnte das gefährlich werden. Außer natürlich, man baut da direkt ein paar Missile-Turrets ran, dann ist man da eigentlich erstmal safe. Und wir sehen jetzt, bei Edward geht es auch tatsächlich direkt in die Goliaths. Also er will sich hier nicht ewig mit einem Airgame rumschlagen. Und er hat auch eh da generell den Nachteil in der Production. Mit einem Starport gegen zwei kommt man da halt niemals hinterher. Das heißt, da kann etwa eh nicht so viel tun. Der Repair ist dann endlich mal fertig. eBay geht hier auf die Reise, um zu scouten. Und mit dem Dropship tatsächlich werden einfach die SCVs ran transferiert. Damit man das Mining Kick starten kann an der Natural. So kann man es natürlich auch machen. Und sofort wird da auch begonnen mit Missile Turrets, mit dem Gas. Nochmal ein Missile Turret da eventuell, dass da mit dazukommt. Ah nein, fährt mal weiter. Vielleicht gibt es auch direkt eine dritte. Das wäre eigentlich megamäßig greedy von Tarsen. Aber ja, kein Ding der Unmöglichkeit. Wir haben jetzt hier erstmal Siege-Modus, das heißt, beide gehen hier langfristig auf eine Ground Army. Air-Strategie funktioniert nur so halbwegs. Da gab es einen Scan auf etwas Natural und Tarsen versucht da sofort, sich noch ein bisschen einzumischen. Er macht ziemlich guten Damage auf die Barracks, da kommt jetzt hier der Scan, damit hier die Wraith gesehen werden können. Momentan hat der Tarsen einfach mehr Masse, macht sehr viel Damage auf die Barracks. Aber die brennt noch nicht ganz, wird auch gerade repariert. Will Tarsen da weiter committen? Er versucht jetzt gerade den ersten Goliath zu erreichen. Aber Goliaths sind ein Problem, sind gefährlich für die paar Wraith. Und da kommen auch keine neuen nach. Also wir sind aus der Air-Phase inzwischen raus. Und tatsächlich, da kommt diese dritte Basis. Also Tarsen hier mit dem Doppel-Expand hat dann drei Basen zur Verfügung. Wobei aber etwa den Move-Out wagt. Problem ist allerdings hier, dass Tarsen einfach nur einen High-Ground halten muss. Mit ein paar Panzern, mit Siege-Modus. Ja, kommt etwa nicht so einfach vorwärts, ist die Frage, ob er dann entsprechend abdreht, versucht hier irgendwie eine Belagerung aufzustellen, wobei momentan fehlen ihm da Dropships und sein Gegner hat mehr Wraith, also das ist nicht ganz so einfach für Idra in dem Fall. Mal gucken, was ich mit diesem Move-Out machen kann. Er hat einiges am Panzer hier, aber wie gesagt, gegen die defensive Position seines Gegners auf einem Highground ist das nicht ganz einfach. Die Wraith scouten das auch und etwa macht sich jetzt hier bequem, baut ebenfalls Missile Turrets. Seit die Defense, da waren die Panzer rangesiegt. Jetzt, ja.
Wird ein Goliath für ein Vulture getradet? Da kommt der Scan, damit man da so einen Blick hat. Wo sind die Wraith eigentlich von Tarsen? Ach, die fliegen hier noch mit rum. Okay, werden gerade repariert. Die 5 Stück. Der Repair ist wirklich nicht so schnell, muss man sagen. Ja, und Idra setzt sich einfach fest. Währenddessen bei ihm kommt dann, ja, da kommt, wurde auch gerade eine dritte Basis angefangen. An der Stelle hier zuvor noch ein Missile Turret, um safe zu sein gegen eventuell Wraiths, die da vorbeikommen. Aber wir sehen, bei beiden wird hauptsächlich jetzt Ground Army produziert. Und die dritte Basis steht halt schon für Tarsen, genauso wie das dritte Gas. Also er kriegt da gleich Economy ohne Ende. Hat währenddessen gemütlich sein High Ground. Wobei jetzt hier mit dem Drop, Doppel-Dropship, mal gucken, was er damit vorhat. Wir versuchen ihn dazu backsteppen, indem er einfach um alles rumfliegt in dieser Army. Weil High Ground halten ist immer noch eine recht einfache Geschichte mit Panzern und so einer kleinen Rampe. Da kommt etwa halt nur schwer hoch. Da kommt der Scan nochmal auf diese Army. Und die Dropships sind hier unterwegs mit Begleitschutz von den Wraith, damit da nichts passiert. Und das hat aber etwa ein paar SCVs draußen, die da scouten können. Momentan 92 zu 83 Supply, aber mit Tarsens dritter Basis sollte er da früher oder später nach vorne ziehen. Ah nein, er bringt die Panzer hier tatsächlich in Position. Also er will seine zweite und dritte defenden. Er hat da Angst, dass da eventuell einfach ein Drop reinkommt, der ihm da Probleme bereitet. Also stellt sich hier weiter defensiv aus. Und das sind etwa hier, man sieht hier mehr und mehr Scouting-Gebäude, die er baut und einfach Missile Turrets. Random Missile Turrets. Ich meine, die scouten, die Wraiths können nichts dagegen tun und die Dropships erkennt man damit auch. Auch wenn die Panzer in den Dropships dann natürlich die Gebäude snipen können, aber ja, ist schon mal nicht verkehrt, einfach hier so einen Scout-Ring aufzubauen. Natürlich hat auch langfristig Tarsen wieder das Problem, wenn die Minerals verschwinden an diesen Feldern, dann ist hier halt ein einfacher Laufweg in seine Mainbase, nochmal zweiter. Das könnte dann auch schwierig werden. Währenddessen werden hier weitere SCVs rantransferiert. Die Mainbase baut immer noch fleißig weiter Worker. Oder hat noch ganz fleißig Worker gebaut. Momentan ist es doch mal ein Stopp, was das betrifft. Und beide nähern sich den 100 Supply, 12 Minuten bisher. Und hier, das SCV kommt nicht mehr weiter, hat nochmal ein Missile Turret dargestellt. Währenddessen etwas dritte Basis steht ebenfalls, baut sich gerade so nach und nach auf. Und hier ist immer noch einfach Belagerung. Aber ohne groß Commitment. Tatsächlich überraschend ruhige Angelegenheit. Aber ist halt auch im TVT, wenn beide eine Mech-Army haben, die defensiv stark ist, dann kann man halt offensiv wirklich nicht so viel erreichen. Aber Idra macht das bisher eigentlich ziemlich gut mit seinem Aufbauen, dass er wirklich schon frühzeitig hier die Vision hat, falls da ein Drop rüberkommt. Hat das auch hier drüben, wie man sieht, zwei Missile Turrets, Supply Depot. Hier, das ist eben seine Army stationiert, also da hat er das Problem nicht. Und versucht eben seine äußeren Basen, das easier zu defenden. Momentan Makron einfach beide hoch. Beide mit drei Basen. Mal gucken, die Wraith, die können hier einfach nicht wirklich viel machen. Weil da kommt aber, oh, da kommt ein ziemlich dicker Drop mit. Diesmal drei Dropships beladen. Versuchen sich da einmal außen rumzuziehen. Gibt es halt einen Scan von Idra? Nein, er weiß noch nichts davon. Aber er hat hier selber, glaube ich, ja, er hat selber Drops unterwegs. Schiebt das selber Panzer und Goliath ran, wenn das nicht hier, die Wraith fangen das mal an, aber sie kriegen gerade Probleme mit dem Missile Turret, das eine schießt auf das Dropship und ja, Tarsen versucht jetzt hier in die Mainbase zu kommen, Idra muss da reagieren, versucht seine Panzer in Position zu bringen, die Dropships, okay, die erstmal werden die komplett die Wraith zerstört, im Kreuzfeuer der Goliaths und der Wraith von Idra, aber Panzer kommen raus, Goliaths kommen raus, Siege wird begonnen, das ist die Frage, ob das so eine sinnvolle Position ist, da hat man den Low Ground. Das ist nicht unbedingt das, was Tarsen haben wollte. Wenn das Nidra belagert, hier die Economy. Aber das sind auch gegnerische Panzer, das heißt 4 zu 3, das müsste eigentlich reichen für Tarsen. Ja, ballert schon die Panzer seines Gegners aus. Und da kann Nidra nicht genügend machen, da wird er komplett aufgeräumt mit seinem Drop. Erstens, die Belagerung hier läuft noch, aber das Missile Turret ballert hier die Medivacs ein bisschen an. Da könnte man doch einen Goliath dran schicken, um die Missile Turrets loszuwerden, einfach um das Problem zu entfernen. Somit haben wir die ersten paar Drops gesehen, davon wird es noch mehr geben. Okay, da kommt genau die Aktion auch. Goliaths kurz ran, um die Missile Turrets zu entfernen, weil Idra jetzt eventuell versucht, da drauf zu pushen auf die Tanks. Er hat eben die Highground Vision, Highground Position, das könnte sogar ein Range sein. Ja, es wird ein Range sein. Damit der erste Panzer schon mal down, das ist Tarsen zu weit vorne, verliert aber auch den zweiten Panzer. Zieht jetzt weiter zurück. Ich meine, immerhin blockiert er damit diese Base erstmal. Weil das hat Idra einen ganzen Schwung an SCVC unterwegs zu seiner inzwischen vierten Basis. Bei Tarsen vierte Basis noch nicht bisher, es gibt einen weiteren Drop. Da ist eine Science Facility mit am Start, da ist ein weiteres Dropship mit am Start. Die Basis hier meint immer noch fröhlich. Aber wir haben eben den Punkt, dass die Minerals hier auch weniger werden natürlich, bei beiden Spielern, an den ganzen Basen, die sie so haben. Aber der nächste Drop ist geplant. Natürlich, jetzt sind die Wraiths tot, das heißt, Eskorte für die Dropships gibt es nicht mehr. Und Idra macht hier noch weiter mit Random Missile Turrets einfach, aber das wird schon mal direkt zerstört.
Und Tarzan hat jetzt einen ganzen Schwung an Army draußen und könnte versuchen, irgendwann die Mangel zu nehmen. Ich meine, er fährt hier mit den Panzern und den Gulliats über die Karte. Wir haben plus 1 Attack drauf, da kommt plus 2. Etwas Upgrades. Oh, kann man die Ground-Einheit. Er hat ebenfalls plus 1. Und er hat jetzt hier auch eine große Flotte an Dropships. Und tatsächlich, Tarzan läuft einfach Richtung Natural von Idra. Mutiges Vorhaben, weil da ist einiges an Idras Army Supply. Tarzan ist am unterm Supply höher, aber Idra hat natürlich ein bisschen Army da draußen. Und jetzt kommt der Siege einfach vor der Natural. Interessante Position. Die Gulliats wagen sich da mal vor. Versuchen jetzt ein Dropship zu snipen. Oh, knapp. Da fehlt noch die letzten paar Shots. Hat nicht ganz funktioniert. Also Tarzan stellt hier nach und nach ein Siege auf. Da kommt auch nochmal Support von der Seite. Währenddessen versucht Idra das jetzt hier in die Mangel zu nehmen von zwei Seiten. Aber das erste Dropship geht down mitsamt Inhalt. Da kommt jetzt aber dieses Reinforcement von der Seite. Kommt das rechtzeitig. Tarzan wird da angegangen. Idra versucht den Fight hier zu gewinnen. Schickt jetzt da nochmal Reinforcement mit dran. Und jetzt gibt es hier den nächsten Fight. Siege kommt von Tarzan. Reicht das, ist die Frage. Da ist immer noch einiges an der Army. Sieht nicht so aus, als ob das reicht. Tarzan wird hier alles verlieren. Ja, lädt da alles seine Panzer. Macht auch ein bisschen Schaden, aber nicht genug. Währenddessen versucht hier ein neues Command Center rüber zu fliegen. Da ist nichts drin in den Dropships. Das heißt, das Command Center tankt gerade den ganzen Damage schon ein bisschen toll weg. Hier oben hat eben Idra seine neue Basis. Und wo ballert jetzt gerade? Okay, da der versucht da rauszukommen, weil Idra hat von hier Einheiten abgezogen. Entsprechend ist die Natural jetzt ja angreifbar. Wird geklärt. Missile Turrets sterben. Idra bringt aber Reinforcements ran. Aber da sind schon einige Panzer aufgestellt. Da ist trotzdem die Barracks als Scout quasi. Für die Vision, da kommt immer ein Scan voraus. Gulliat opfert sich da und Tarzan will natürlich hier die Basis am besten haben. Am besten kann er seine Mainbase dann runterfliegen. Man muss nicht extra ein Command Center bauen, wenn das das Command Center ist auf einer Suicide Mission, wie es aussieht. Weil nochmal ein Missile Turret überlebt das Ding nicht. Ähnliches gilt für die Barracks, kann sich auch nicht mehr so viel erlauben. Aber jetzt der Tarzan merkt, okay, hier wurde die Defense abgezogen. Das heißt, ich habe Möglichkeiten hier reinzukommen. Da kommt aber Reinforcement, Panzer war längst vorzeitig gesiegt. Das heißt, das sollte Tarzan den... Ah, er kriegt den Kit aufs SCV, nicht auf die Panzer. Das heißt, die Panzer bleiben erstmal soweit bestehen und das müsste etwa langfristig auch defenden können. Ist ein bisschen nervtötend, während das ein Tarzan unterwegs mit einem Drop. Das Command Center, wie gesagt, das überlebt nicht doch mal ein Missile Turret. Und da ist kein SCV dabei, um es zu repairen. 40 Hitpoints auf Wiedersehen Command Center. Er fliegt aber schon Neues, aber trotzdem, das ist natürlich ein komplett unnötiger Verlust eigentlich. Dafür findet Tarzan den Weg in zwei Intra-Bases. Die eine noch komplett frisch, die andere ist am Minen, da waren die SCVs auch gerade weggezogen, also der Drop ist wichtig. Ernsthaft, Tarzan, ernsthaft. Okay, er baut auch hier ein weiteres Command Center. Hier wird repaired und die Mining Base wird gerade nach und nach abgerissen. Etwa kommt da mit Reinforcements. Ja, das Command Center ist quasi schon tot. Okay, SCVs werden noch mit reingepult, um da die Army besser loszuwerden. Aber damit opfert man auch einige SCVs, kriegen aber auch die ersten Bagoliats. Jetzt kommt eben das Reinforcement von Etwa. Er kann die Basis, so wie es aussieht, tatsächlich halten. Wird aber einige Worker dabei. Ja, das Ding hält er. Indessen Tarzans nächstes Command Center fliegt hier dumm in der Gegend rum. Aber er kann zumindest mal seine Natural jetzt hier nehmen. Aber er hat, okay, er hat nochmal ein neues Command Center gebaut. Und er räumt jetzt hier tatsächlich Idra ab in der Position. Das sind keine Missile Turrets. Die Drops kommen da hinten rein. Die Panzer sind im Tank-Modus. Und ballern sich da nach und nach durch. Und diesen Fight verliert Idra in dem Fall. Allerdings kriegt er dafür ein weiteres Command Center, wie man hier sieht. Weil Tarzan da ja einfach nicht direkt aufgepasst hat. Das Barracks geht auch down. Im Moment hat er jetzt eine Natural. Und er hat jetzt hier die Base, die gerade rüberfliegt. Wir haben schon sehr viele Basen besetzt inzwischen. Und natürlich auch Mind-Out-Situation so langsam. In den ersten 2-3 Basen. Bei 13-5, die Mainbase ist bereits leer. Tarzan versucht hier weiter nach vorne zu kommen. Da sind noch ein paar Minerals für später eventuell. Wir haben ja theoretisch endlos Gas. Momentan 140 zu 122. Also Tarzan wehrt sich hier. Ein paar Fehler, wo ihm hätten nicht sein müssen. Die zwei Command Center, die er verloren hat. Er hätte das Command Center fokussen können. Ich denke, hätte er auch noch bekommen. Ah, da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber man kann halt nicht überall sein. Ich meine, man hat jetzt schon so viel Gebiet, das man kontrollieren muss, im Blick haben muss. Immer wieder die einzelnen SCVs, die man überall baut an den Command-Centern, die neuen Basen, die man haben will. Es gibt so viel zu tun einfach. Da kann man verstehen, dass einfach der Fokus nicht für alles da sein kann. Etwa währenddessen bildet wieder Dropships. Hat jetzt hier die zwei Mining-Bases am Start, baut hier eine neue. Auch bei ihm die Main wurde schon komplett abgezogen, da liegen noch die letzten 120 Minerals. Die Natural hält auch nicht so viel länger. Bei Tarzan hier, ja, die Natural ist dann auch weg. Und dann natürlich ist jetzt dann gleich der Weg hier offen. Das sind noch die letzten 20 Minerals und dann kann man hier rausfahren. Und das ist ein Tarzan. Geht auf den Highground. Vor etwas Natural kriegt den Highground. Kriegt auch ein paar Tankshots ab. Bringt da Reinforcement dran. Währenddessen kommt aber auch Idra mit dazu. Trotzdem, da ist noch sehr viel mehr Reinforcement von Tarzan unten auf dem Lowground. Nicht sicher, ob Idra da wirklich ausladen will da oben. Und dann versucht einfach das zu defenden. Das klingt doch. Oh ja, man kann jetzt reinkommen. Die Panzer haben keinen Support. Das heißt, es kann mitten rein in die Panzer ausgeladen werden. Und damit wird Tarzan hier komplett abgeräumt. Da verliert er richtig viel Army Supply.
etwas Dropships einfach. Die Dropship-Flotte ist riesengroß. 7 Dropships schon. Und die tanken einfach, ja, die nehmen so viel an Army Supply einfach hier mit. Generell etwa jetzt hier mit einem großen Army Supply Vorteil. Abwehrtechnisch ist er bei 2-0. Bei Tarsen ist es, glaube ich, ja, auch 2-0. Hat eine weitere Basis. Also Economy ist immer noch da. Tarsen kann weiter nachbauen. Braucht jetzt aber ein bisschen die Zeit, um seine Army weiter aufzubauen. Mehr Kohle hat's, mehr Panzer. Es war lustig, wie man in diesem Game überhaupt keine Vultures sieht, sondern es gibt nur Goliath-Tank von beiden Seiten, nachdem die Wraith auch kein Thema mehr sind. Aber bisher etwas, so nach und nach setzt es sich durch. Man sieht auch, sein Makro läuft, was die Minerals betrifft. Hat seine Minerals unten, hat noch Gas auf der Bank. Lieber hat man da ein bisschen Gas auf der Bank als Minerals tatsächlich. Weil dann kann man eigentlich nonstop weiter Panzer bauen, wie man ja auch sieht. Das ist noch ein bisschen was gecued. Hauptsache, er nähert sich schnell dem Max-Out, ist auch bald da dran. 180 Supply schon. Hat hier neue Missile Turrets aufgebaut. Da ist Tarsen wieder mit Einheiten unterwegs. Irgendwo ballert hier gerade noch ein Tank. Ich glaube, das ist hier die Konfrontation. Das sind die Dropships von Tarsen in dem Fall. Hat auch ein neues Command Center hier im Bau nochmal. Das ist, glaube ich, hier. Ja, das ist hier für diese Basis, weil das wird dann auch noch umkämpft. Weil die Missile Turrets werden da nicht lange leben. Ibe kriegt ein bisschen Damage ab. So, und wir sind jetzt eben hier die Minerals komplett weg. Da stecken sehr viele SCVs dran, die da fröhlich am Einen sind. Währenddessen, oh, hier wieder der nächste große Drop. Und da reicht Tarsens Supply nicht. Da wird einfach berannt. Und die Basis, ja, die lebt nicht lange. Erstmal geht's hier unten nochmal auf das. Und jetzt, wenn das Command Center geballert wird, gut, das stirbt einfach. Er stirbt einfach Zeug weg von Tarsen. Der kann überhaupt nichts tun. Das heißt, er fliegt hier zwei Basen, wird wieder angedroppt. Und es ist einfach ist die Dropship-Flotte von Edward, die einfach so viel ausmacht zu diesem Zeitpunkt. Die so viel Army hin verfrachten kann. Tarsen versucht eine Antwort zu finden, hat eigene Dropships da unterwegs. Aber die sind, da sind welche auch leer. Das ist kein voller Drop. Bei Edwards hingegen habe ich alles gefüllt in diesen Dropships ziemlich. Auf jeden Fall steckt da mehr an Army Supply drin. Wird jetzt hier angegangen, versucht aber sofort zu Counter-Droppen. Geht aber erstmal hier ein paar SCVs. Also Tarsen kann zumindest einen kleinen Befreiungsschlag hier wagen. Hat natürlich jetzt auch den Weg hier unten. Das heißt, er kann Einheiten direkt rüber rallyen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Und jetzt werden die SCVs mit rangezogen. Die Panzer und Kohle, jetzt geben sie jetzt größte mehr. Da kommt jetzt dann auch der Drop mit rein. Kann etwa das hier clearen. Momentan sieht es wirklich danach aus. Er hat hier so viel mehr einfach. Die Dropships landen da so viel Army Supply runter. Und auch da wird Tarsen ein ganzes Stück an Supply verlieren. Und da, ja, sagt er dann auch GG. Edwards setzt sich da am Ende durch. Nach 22 Minuten einfach auf allen Seiten unterwegs. Und die dicken Drops haben einfach Tarsen zu viel gekostet. Ich meine, er hat jetzt gerade hier die beiden Bases verloren. Das heißt, sein Mining ist jetzt eh eingeschränkt auf diese Basis. Er hat nicht mehr. Er hat noch, kennt noch hier von anderer Seite meinen. Aber damit ist er runter auf einer letzten Mining Base. Wenn das Edwards hat, die Basis noch, die Basis. Die Basis konnte safen, die Basis konnte safen. Und ja, hat hier noch die Belagerung am Start. Das ist etwa einfach eine viel, viel bessere Position auf der Map. Und entsprechend, Tarsen konnte da nicht mehr mithalten. Etwa da doch der stärkere Spieler. War aber lang noch ein schönes Hin und Her zwischen den beiden. Trotzdem, Sieg für Edward hier im TVT. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.